Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch zusammen Yonder the Cloudcatcher Chronicles zocken. Ein Spiel, das ich schon länger in Augenschein habe und ihr seht schon weiter und so weiter. Ne? Ich habe eine kurze Aufnahmeprobe gemacht, habe noch schnell die Grafik optimiert, also die Einstellungen, die waren ein bisschen schlecht. Das macht man hier halt unter Optionen, ne? Grafik. Ihr seht schon, zack, zack, alles für euch die beste Qualität. Ich habe auch die Musik ein bisschen leiser gestellt. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen einfach ein neues Spiel. So. Ich möchte gern ein Mädchen sein. Und ich möchte sie nach Möglichkeit ein bisschen so gestalten, wie ich halt ausschaue. Also, ich habe helle Haut, ich habe rötliches Haar, das passt eigentlich ganz gut. Meine Körperform, würde ich sagen, so. Ja, ein bisschen beleibter unten auch. Ja, ich glaube, so können wir es lassen. So glaube ich, das passt. Die Augenfarbe habe ich grau. Es wäre zwar eine Mischung aus Blau und Grau, aber ich habe kein reines Blau, also nehme ich die graue Variante. Es würde auch noch rosa geben, grün, Bernstein, rot und braun. Aber ich bin der gräuliche Typ, also lassen wir so. Ich finde, das ist auch eine wunderschöne Musik im Hintergrund. Und ich würde sagen, wir starten das Spiel. Ding! So. Liebstes Kind. Es hat uns das Herz gebrochen, dich wegzuschicken. Aber nur so konnten wir dich vor der Dunkelheit schützen, die unser Land vergiftet. Wenn du eines Tages die Wahrheit suchen solltest, wird dir der Himmelskompass den Weg weisen. Er wird dich weit über das Meer führen, in die Dunkelheit und in das Licht, aber immer nach Hause. Das ist schön. Nach Hause nach Gemea. Dam, dam, da, da, ram, ba, bam. Dam, 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 da, ram, da, dam. Ah, die Musik, die gefällt mir gut. Das ganze Spiel gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich hoffe, euch auch. Ich habe schon gesehen, es ist recht niedlich aufgebaut. Also für die Ego-Shooter unter euch wahrscheinlich ist das Spiel nichts. Vielleicht, außer ihr gehört zu den Typen, die das gerne heimlich und still und leise spielen, dass es keiner mitkriegt. Würde ich verstehen. Es ist auf jeden Fall sehr niedlich. Ich habe schon ein bisschen was von der Welt gesehen. Ja, aber wie gesagt, sonst ist das Spiel blind für mich. Ich wollte nur eine kleine Aufnahme machen, also einen Test, ob auch alles funktioniert. Wie gesagt, die Grafik habe ich eingestellt. Und ich glaube, man kann schon sehen, dass die Welt wirklich schön ist. Ich spiele gerade mit dem Controller, wie man auch an den Zeichen hier sehen kann, wenn man mit jemandem sprechen möchte. Es ist für mich einfach bequemer als mit der Tastatur. So. Das ist halt meine persönliche Einstellung. Unglaublich! Ich dachte, Gemea gibt es nur im Märchen. Bin froh, dass ich aus der Kombüse gekommen bin, um das zu sehen. Okay. Man sagt nochmal selber. Okay, ich wollte nur nochmal schauen, ob sie noch was zu sagen hat. Na, wer bist du? Seemann Luff. Ich habe vergessen vorzulesen, wie die Dame heißt. Seemännin Chip. Heißt das wirklich Seemännin? Ich hätte immer gedacht, das heißt Seefrau. Aber es ergibt keinen Sinn, oder? Seemännin Gib. Ich hätte eher auf Matrosin gedacht. Naja, egal. Seemann Luff. Dein Kompass zeigt auf diese Nebelbank. Genau. Sieht ziemlich dicht aus. Ich läute besser die Glocke. Ich höre nichts. Die alten Seebären zu Hause haben gesagt, wir würden die Insel nie finden. Die Winde wären dagegen. Na, denen haben wir es gezeigt.
Nochmal dasselbe. Nochmal dasselbe, okay. Ich bleib stecken. Hallo. Wer bist denn du? Seemann Tack. Ja, muss ich mal kurz räuspern, weil ich habe einen Frosch im Hals. Wahrscheinlich eher. Ach, egal, lassen wir das. Was war? Ach ja, dann ist die Legende also wahr. Es gibt wirklich ein Königreich auf einer Insel. Ich frage mich, was für fremde Wesen dort wohl leben. Ja. Noch was? Nein. Oh. Und du? Oh. Oh. Ei. Ich bin Captain Bullen. Ja, deinem Kompass zufolge liegt Gemäa direkt hinter dieser Nebelbank. Ja. Ja, bist du bereit, die Insel zu sehen? Ich würde schon sagen, bitte. Stecht in See, ihr Landratten. Der fühlt sich auf wie so ein Pirat. Da ist ein Stürmchen, das ist nicht sehr gut. Da ist ein Stürmchen. Das wackelt ganz gemein. Was ist denn das denn für ein blaues Licht? Vielleicht ist das ein Leuchtturm oder so. Kann aber nicht passen, wenn die Insel drüben ist. Oh. Schipper, schipper, schipper. Oh, ich glaube, uns hat gerade der Schlag getroffen. Oh, oh. Keine Sorge, Geisterseherin. Ja, so bist du genannt. Du bist eine Geisterseherin. Deine Freunde und du sind in Sicherheit. Du wirst sie wiedersehen. Aber zuerst hast du eine große Aufgabe zu erledigen. Mhm. Ich bin Aeri, einst die stolze Beschützerin dieser Lande. Ich habe dich erwartet. Kann ich bitte deinen Kompass sehen? Kompass drücken mit, da? Da-la-la-la. Oh, wie ich dachte, ein Himmelskompass. Benutze ihn, wann immer du die Orientierung verloren hast. Ich habe ihn gerade benutzt und ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Es ist ein volles Klumpert. Kommt sicher aus China. Er wird dir den Weg weisen, aber für den Moment ist dein Weg versperrt. Aha. Meine Geschwister können dir helfen, aber sie sind selbst verloren. Tolle Hilfe, wirklich. Finde sie und sie werden dich heimführen. Und nun erwache, Geisterseherin. Oh, deine Reise hat gerade erst begonnen. Na dann, für die. Jo. Wir sind gerade auf dem Boden aufgewacht und wie es ausschaut, haben wir keine Lungenentzündung davon getragen. Das ist gut. Wir können aber scheinbar auch nicht schwimmen, obwohl da drüben wäre eine Truhe. Ich hätte die gern. Dorfbewohner mit Fragezeichen möchten mit dir sprechen. Fragezeichen, Rufzeichen, das heißt Rufzeichen mit R. Rufzeichen. So. Okay, das dürfte unser Schifflein gewesen sein. Wir sind hier komplett, ja, auf Grund gelaufen, kann man gar nicht mehr sagen. Wir sind einfach zerschellt. Es ist ein Wunder, dass ich hier aufgewacht bin. Aber von unserer Mannschaft ist nichts übrig. Die sind scheinbar alle weg. Und ins Wasser dürfen wir, glaube ich, auch nicht. Das heißt, schwimmen ist scheinbar nicht drin. Wie schaut's aus mit Kisten? Mit irgendwas zerschlagen? Können wir wahrscheinlich nicht, ne? Kann man hier irgendwie den Rucksack aufmachen? Nee, schaut nicht aus, ne? Kann ich drücken, was ich möchte? Irgendwie tut sich noch kein Rucksack auf. Na egal. Was haben wir denn hier? Aha. Du hast entdeckt Stein. Okay. Stein im Rucksack kann man immer brauchen. La la la. Ah, wenn auch ein Fragezeichen ist, möchten die Dorfbewohner mit uns sprechen. Okay. Was ist das für ein seltsames blaues Leuchten? Also das ist mal Wasser. Ich würde auch sagen, wir waschen uns ein kleines bisschen.
damit wir für die Dorfbewohner nicht stinken und somit mehr Sympathie aufbauen können. Ist hier vielleicht was versteckt? Na, nur Kisten dabei. Okay, können wir hier hoch? Ja! Hüpf, sehr gut. Da haben wir noch ein Steinchen. Ups, falscher Knopf. Da drüben war jetzt kein Steinchen mehr, glaube ich. Dann schauen wir, was haben wir denn da Schönes. Interagieren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das süß. Leuchti. Oh. Ein Mensch. Ist lange her, seit ich zuletzt mit einem Menschen geredet habe. Alle Menschen, die mit mir geredet, also mit denen ich reden konnte, sind weg. Mhm. Bitte hilf mir hier raus. Ich will nicht länger alleine sein. Oh Gott, ich will den knuddeln. Oh, das ist doch süß. Ein Leuchti. Oh. Du bist niedlich. Ein Leuchti. Was haben wir da? Hm? Oh, Schwammerl. Sehr gut. Und hier noch mehr Schwammerl. Und hier eine Küste mit nix. Schön, brauchen wir später eine Axt oder so, dann können wir das zerdeppern. Dann nehmen wir mal den Stein mit. Hier haben wir noch einen. Was ist denn das? Oh. Der Ausgang liegt hinter der Düsternis. Allerdings ist die gefährlich für euch Menschen. Ich versuche sie zu beseitigen, aber ich weiß nicht, ob ich es alleine schaffe. Doch natürlich, Leuchti, du kriegst das schon hin. Wow, Leuchti, du bist supi. Oh. Puh, das war hart. Ich wünschte, meine Brüder und Schwestern könnten mir helfen. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir sie finden. Der hat Geschwister? Sind die auch so niedlich wie du? Du bist so süß. Der ist süß. Ach Gott. Ja? Wow. Oh mein Gott. Ist das hier schön? Bist du gescheit? Oh, da drüben ist ein Dorf. Sehen wir es uns an. Du siehst gar nicht gut aus. Ich wette, dort finden wir Hilfe. Bestimmt bist du müde von deiner langen Reise hierher. Ja, ich weiß, dass du hierher gekommen bist und in einen Sturm geraten bist und vom Blitz getroffen worden bist. Aber das macht nichts. Die Dorfbewohner sind nett und werden dir schon helfen. Denk daran, wenn du nicht mehr weiter weißt, kannst du unseren Himmelskompass mit der Pfeiltaste nach oben verwenden. Außerdem kannst du damit prima deine Reise planen, wenn du die Pfeiltaste nach unten drückst. Okay. Aber egal, gehen wir zum Dorf. Supi. Eine Düsternis entfernt im Gebiet Grasland. 7 Düsternisse sind noch übrig. Okay. Dann bin ich mal gespannt, was wir noch alles sammeln können. Oh mein Gott, das ist so schön da. Das ist alles so schön. Aha, ich glaube, es wird finster. Was haben wir denn hier? Was ist das? Ein Stock? Tatsächlich ein Stock. Okay. Boah, wo geht's denn da überall hin? Noch ein Steinchen. Ich schaue mich mal ein bisschen um. Da hätten wir schon Erz, aber wir haben keine Spitzhacke. Boah, das Spiel ist groß. Da hat man eine Blume. Was bist denn du? Du hast entdeckt Seliumblüte. Seliumblüte. Aha. Da drüben wäre das Dorf, ne? Da sollten wir zuerst hingehen. Glühwürmchen! Das sind Glühwürmchen. Oh, die sind so schön. Meine Güte. Meine Güte. Aha, da ist auch jemand. Oder etwas. Eine Tafel? Hä? Ein guter Platz für eine Hängebrücke. Grasland, Holzbrücke. Holz und Lianen. Okay. Können wir uns merken. 2 verfügbare Aufgaben. Wähle eine in deinem Kompass aus. Okay. Ich würde sagen, nehmen wir die. Oh, hoppla, das war verkehrt. So.
Weil für die Hängebrücke haben wir sowieso noch viel zu wenig Materialien. Die müssen wir erst sammeln. Oh, was haben wir hier? Du hast entdeckt, Liane. Sehr gut. Das ist schon mal eine für die Hängebrücke. La 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 la. Was haben wir hier noch? Da kann man sicher was ausbuddeln, oder? Bei diesen Erdhaufen. Oder da wohnt einfach nur ein Maulwurf. Das könnte auch sein. Das ist so schön hier. So schön, lala. Aha, am Strand ist auch was. Aber da sollten wir ja noch nicht hin, ne? Wir sollten ja ins Dorf. Für ein seltsames blaues Leuchten? Warte. Stopp. Halt, stopp. Wo war das Leuchten? Wo ist das Leuchten? Das ist da wieder so ein Geist. Da unten vielleicht? Das muss ich jetzt anschauen. Das muss ich finden, versuchen. Seltsames blaues Leuchti, wo bist du? Da drüben haben wir wieder... wieder diese Düsternis. Vielleicht kann das unser Leuchti schon wegmachen. Oder wir brauchen Hilfe. Wir hätten da ja eventuell schon einen gefunden. Mal schauen. Du musst die gefundenen Geister einsetzen, um die Düsternis zu entfernen. Du brauchst 3 und haben tust du 1. Du bist ein Lappen und kannst nichts. Na toll, was haben wir hier? Du hast entdeckt Butterbeerenblume. Aha. Butterbeerenblume. Schöne Butterbeerenblume. Und Liane. Stell etwas her. Das geht über dein Tagebuch mit Y. Okay. Da hätten wir den Rucksack. Was haben wir noch? Schönes Kleidung. Okay. Rucksack, Kleidung, wichtige Gegenstände. Herstellen. Wasser und Zwirn. Zwirn, ein starker Faden aus 2 getrockneten Lianen geflochten. Oh, und Wasser. Nass und sehr wässrig. Na, dann können wir noch Fisch, können wir schon kochen. Ein Stück Fisch gekocht. Da werden wir einen Bronze-Glücksfisch brauchen und eine Kohle. Wir haben beides nicht. Warme Milch. Eine Tasse warme Milch. Du wirst schon müde, wenn du sie nur ansiehst. Groffelmilch und Kohle. Was ist ein Groffel? Was haben wir hier? Zwirn. Nochmal Zwirn, aber da haben wir schon Zwirn. Ach so, eine andere Variante. Wieder ein starker Faden aus 2 gebrochenen Lianen. Geflochten stimmt hier nicht, denn Futter geht auch. Brauchen wir aber 8 Stück davon. Okay, das sind Lianen aber besser. Leuchti. Da haben wir unter Sammlungen Leuchti. Lebensraum. In der Nähe von Licht. Persönlichkeit sanftmütig. Gefunden 1 von 26. Beschreibung. Leuchti ist ein junger und sanftmütiger Geist, der ein wenig Aufmunterung nötig hat. Okay. Abwählen. Auswählen. Aha, und hier sind dann seine Geschwister. Okay, die sind allesamt niedlich. Die werden allesamt niedlich sein. Mhm. Ist klar. Ist klar. Die werden Leuchte natürlich auswählen. So, ich hoffe, der ist weiterhin ausgewählt. Ja, da ist er schon, glaube ich. Ist hier eine Liane für uns? Nein. Oh Gottchen, das Spiel ist schön. Das Spiel ist schön. Jetzt möchte ich aber schon gern das blaue Leuchten da finden, was uns vorher angezeigt wurde. Wenn halt möglich. Hier hätten wir das Dorf. Hallo. Ich muss kurz husten. Entschuldigung. Hallo, wer bist denn du? Violett. Hi, ich möchte Komikerin werden. Ja, dann könnte ich Leute nur mit Worten zum Lachen bringen. Oh, schön. Oh. Aber mir fehlt dieser eine spezielle Witz, über den alle lachen. Mein Meisterwerk, mein Witz, Meisterwitz. Oh. Nun, wenn ich den ganzen Tag hier herumstehe, werde ich ihn bestimmt nicht finden. Ich muss die Welt bereisen auf der Suche nach meinem Meisterwitz. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Tschüssi. Ja, das würde mich auch freuen. Viel Erfolg. Ja, weit ist jetzt aber nicht gekommen. So.
Ich sammle noch ein paar Lianen ein. Ein bisschen Stein, aber jetzt... Aha, du hast entdeckt. Fairmont. Aber ich möchte jetzt schon noch... Das ist blaue Leuchten. Da möchte ich schon noch untersuchen. Oh, das sind Tiere. Was seid denn ihr? Ist das ein Elch? Langsam. Nicht zu hastig. Wir wollen ihn nicht erschrecken. Dir gefunden. Grufle. Ach, ihr seid die, von denen wir die Milch kriegen könnten. Hallo. Na, du? Mal. Oh, cool. Ich will nicht zu nah ran. Ich habe Angst, dass ich ihn erschrecke. Du? Hast du eine Liane? Super. Ich könnte es aber versuchen, ganz langsam. Hallo. Ich bin nicht böse. Ich würde dich aber gerne streicheln, wenn ich darf. Nein, ich habe kein Interesse. Schleich dich. Aber ich bin wirklich ganz nett. Ich schwöre. Ich würde dich wirklich gerne nur streicheln. Ich glaube, da ist ein Würmchen vor dir. Nein, ich will nicht gestreichelt werden. Aber ich bin echt ganz lieb. Siehst du das? Mein Arsch? Schleich dich, du blöde Kuh. Oh. Und da hält meine Raupe. Na? Die ist weg. Ja? Würde ich auch gerade sagen. Mö. Weg. Und was haben wir da vorne? Ein Waschbär? Ein Fuchs. Waschbärfuchs. Grasfuchs entdeckt. Hallo. Möchtest du gestreichelt werden? Hm? Da kommt wer. Hm? Hallo. Nein, danke. Nur wenigstens sagt er danke. So, dann nehmen wir noch die Steinchen mit. Boah, die Welt ist groß. Und schön. La 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 la. La 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 la. Was haben wir denn noch Schönes hier? Ich glaube, der mag uns nicht. Hm? Nicht, möchtest du nicht spielen mit uns? Hallo. Ich glaube, der will seine Ruhe haben. Da, da, da. Dann sammeln wir halt einmal ein. Hallo, ich will nur die Blume haben. Keine Angst. Ui, davon ist nicht Ruhe. Die will ich aber schon haben. Was haben wir denn da Schönes? Du hast entdeckt Asche-Shampoo. Hä? Was ist Asche-Shampoo? Hoppala. Was ist Asche-Shampoo? Asche-Shampoo. Basiswerk. Lokaler Wert. Basiswert. Nicht Werk. Basiswert ist ein Hirschgeweih. Lokaler Wert, ein Hirschgeweih. Damit färbt man Haare aschgrau. Na, das will ich nicht. Ich will meine Haarfarbe schon behalten. Aber das können wir vielleicht, wenn es möglich ist, in einer Kiste mal so, wenn wir ein Haus hätten oder so. Hallo. Aufbewahren. Was gibt es denn da noch Schönes? Schönes Wasser, schön türkisblau. Wie beim Meer. Was haben wir da? Ton. Ja, super. Jetzt können wir uns Töpfe basteln. Wenn wir es brennen können. Da wäre... Ah, das wäre eine Liane. Das trifft sich gut. Danke. La la la. Noch mehr Steine. Noch eine Blume. Was bist denn du? Du hast entdeckt Mondseidenblume. Cool. Würmchen. Raupi. Na du? Wirst du zu einem Schmetterling? Gutsch, 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 gutsch. Ich glaube, da schleicht sich. Aha. So. Das Spiel ist schön. Das Spiel ist schön. La la la, das Spiel ist schön. Ich wollte nur mal schauen, ob da rundherum was ist. Ich hätte die andere Richtung gleich nehmen können. Wäre besser gewesen. Noch eine Liane. Mal schauen, was es hier noch so Schönes gibt. Vielleicht gibt es noch eine versteckte Truhe oder so. Aha, aber auf jeden Fall eine Liane. Und da ist wieder Düsternis. Du musst die gefundenen Geister einsetzen, um die Düsternis zu entfernen. Du brauchst ebenfalls 3. Ich wollte eigentlich zu den blauen Leuchten, aber irgendwie bin ich da vorbeigeschossen und habe es nicht mehr gefunden, so recht. Hm. Vielleicht finde ich es noch an. So. La 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 la. Hier haben wir wieder einen Haufen Kisten und eine Liane. Da hätten wir noch eine Liane. Und noch eins. Ach so, ich soll mir eigentlich was bauen eigentlich, ne? Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Upsi. Wo kann ich denn was bauen? Kleidung.
wichtige Gegenstände herstellen. Da haben wir schon. Aha, da geht so einiges. Reisender, Köchin, Schreinerin, Konstrukteurin, Bastlerin, Brauerin, Schneiderin. Ah, Schreinerin. Hier Schreinerin und da Schneiderin. So. Und Meisterin. Da geht einiges. Haben wir nicht schon Wasser oder so gemacht? Ich glaube, ich habe es vergessen, ne? Dann würde ich sagen, Zwirn oder Wasser. Ich habe keine Ahnung, ob wir was zum Überleben brauchen, zwecks Trinken oder so. Aber ich stelle mal eines her. So. Ding, ding, du hast entdeckt Wasser. Super. Zwei verfügbare Aufgaben. Achso, ja, natürlich. Hat er die jetzt ausgewählt? Ja, suche nach Vermont, genau. Leuchtendes Licht, aha, die erledigten Aufgaben. Okay. Katsching, katsching. So. Ich bin so mit Entdecken beschäftigt, dass ich gar nicht ins Dorf komme. La 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 la. Aber ich glaube, ich sollte mit dieser Erkundungstour vielleicht... Oh, da haben wir was. Bist du damit gemeint gewesen mit dem blauen Leuchten? Sternenbild entdeckt, wandern dahin. Was war das jetzt? Leuchti, weißt du, was das war? Leuchten dahin. Katze, da ist sie. Hallo. Du hast entdeckt, gescheckte braune Katze. 12 sind noch übrig in dem Gebiet, okay. Eine Katze, wie die schnurrt. Oh Gott. Oh Gott, das ist niedlich. Jetzt bin ich schon 2 Tage auf dieser Insel und habe noch nichts gemacht. Außer eine Katze gesammelt. Oh Gottchen, ey, ich steck fest. So lala. So lala. Oh, das Spiel ist schön. Ich mag das Spiel. Ich hoffe, dass... Ich hoffe, das Spiel geht eine Zeit lang. Es wäre schlimm, wenn es nach 20 Stunden oder so schon vorbei wäre. Aber allein zum Sammeln und Entdecken, glaube ich, das wird sich schon ein bisschen hinziehen. Aha. Da ist ein Spinnennetz. Kann ich das verheizen? Ist zumindest was für später. Okay. So. Hier ist soweit nichts. Kann ich da schon was machen? 1 von 6. Okay, das ist viel. Boah. Das ist viel. Da haben wir einen Fuchsilein. Ich kann ihn jetzt von der Nähe betrachten. Nein, ich war zu laut wahrscheinlich. Ich wollte dich nicht erschrecken. Entschuldigung. Katze? Ich schätze mal, da drinnen ist eine Katze. Die können wir jetzt halt natürlich noch nicht holen. Jo. Ich gebe mir eh Mühe, dass wir schnell die Geister finden. Dann können wir dich retten. So. Aber bis dahin sammle ich einfach mal ein paar Sachen ein. So. Ein bisschen herumschauen noch. Da drüben ist auch jemand, alter Schwede. Hier ist, glaube ich, nichts versteckt. Da haben wir wieder Spinnenweben. Das ist dann wahrscheinlich für später was. Würde ich mal sagen. So. Zack. Habe ich es aufgehoben? Nein. Aufheben bitte. Wer bist denn du? Hallo. Hallo. Cosi. Cosi Ultrasoft. Hast du meine Schoffles gesehen? Es sind Prinzessin, Glitzer, Fluffy Kins und Mr. Peabody. Peabody? Sag mal so. Schöne Namen. Sie sind solche Lauser, meine Groofies. Wir wollten gerade unseren Morgentee trinken und Kleider anprobieren. Was? Da waren sie plötzlich weg. Das verstehe ich. Auf das hätte ich auch keinen Bock.
Ich weiß, dass du mir helfen wirst. Fluffykins wird ganz verängstigt sein. Eine Spur von Schleifen wird dich direkt zu ihnen führen. Die Armen, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich sie finden soll. Die sind sicher ganz bewusst weggelaufen. Die Armen, Kleinen. Ups, den wollte ich eigentlich sammeln. So. Die tun mir jetzt ein bisschen leid. Das muss ich schon sagen. So, die Zweige will ich eigentlich mitnehmen noch, weil die brauchen wir ja eh sowieso für die Hängebrücke. Falls ich die jemals wieder anfinde. Alter, das ist alles viel zu groß hier. Ich sollte vielleicht doch mal ins Dorf zurück, ja? Oh, was leuchtet denn da so schön? Was ist das? Scheint, als wäre Fluffykins nach Süden gegangen. Ah, okay. La 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 la. Das arme Viechlein. Das kann einen jetzt echt leid tun. Dir entdeckt Fabit. Ein Fabit? Was ist ein Fabit? Da! Was bist denn du? Hallo! Oh mein Gott! Noch größere Glubschaugen hätte ich gemacht. Bist du ein Hundi? Nicht schrecken, du die nächste. Du bist so süß! Oh mein Gott! Wie soll man das denn bitte aushalten hier? Da kriegt man ja Zuckerschocks. Alter Schwede. Zum Glück trinke ich meinen Kaffee ohne Zucker. Das würde ich gar nicht mehr überleben. Oh mein Gott, bist du das? Ja, du bist genau du. Du bist süß. Genau du, du bist süß. Du, genau du. Oh, der ist ganz alleine. Wo ist denn seine Familie? Vielleicht ist das später eine Aufgabe. So, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich sollte vielleicht einmal meinen Kompass verwenden. Aber ich glaube, so falsch sind wir nicht, weil wir müssen ja diesen Goofy finden. Und bei der Gelegenheit können wir Sachen schon mal looten. Dapsel, Dapsel, Dapsel. Aha, da ist ein Fluss. Okay, also, meinen Fluss haben wir schon gesehen, aber da geht's weiter, meine ich. Noch mehr Ton. Erze. Was ist denn das? Scheint, als wäre Fluffykins nach links dieses Flusses entlang gegangen. Halte Ausschau nach einem Groofel. Okay. Das heißt, wir sind eigentlich in die verkehrte Richtung gegangen. Ja, warum nicht? Aha. Was? Was? Was macht denn der da oben? Was ist denn das für eine Pflanze? Alter! Ach du liebes bisschen. Was ist denn das? Das sind Schorsblumen. Genau. Oder Schorspilz. Was haben wir da? Furzmoor. Stinkende Blumen verboten. Was? Furzmoorsumpf. Mondseidenblume. 1 von 8. Okay. Alter. Das Spiel hat Humor. Gut, ich mag das Spiel. Es ist schon beschlossen. Ich liebe das Spiel. Ihr Lieben, aber wir müssen den Part beenden, ne? Das heißt, ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Hoffe von Herzen natürlich auch, dass euch das Spiel gefällt. Mir gefällt es wahnsinnig gut. Ich finde auch den Humor, der hier drinnen ist, schon sehr gut. Furzmoor. Ja, die Zocki lacht über Fürze. Pfuff. Ja, muss man ja. Und ich hoffe, dass das Spiel sehr lange noch weitergehen wird. Und dass wir noch sehr, sehr, sehr viel Spaß hier haben werden. Und ich hoffe, dass bald wieder schönes Wetter gibt. Fisch! Also dann, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend.
je nachdem, wer das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!